auf zum Zweibrücker Faschingsumzug. Doch wo laufen Sie denn? Da ist ja gar nichts los. Unser Umzug 2021, Corona! Und los ging unser Faschingsumzug. Und da will ich jetzt einfach der Zwebriger Bube und Mete ihren freien Lauf lassen mit meinem Kommentar von damals. Denn Herrn Ernst, dem bedanken wir uns jetzt noch, weil er unsere Kutschen mitgenommen hat. Aber jetzt 2021, nichts los. Habe ich mich da geirrt? Nein. Denn da ist der Ernst vom Edeka-Fachmarkt gekommen und hat gesagt, Herr Euskirchen, Sie haben doch Kutschen, die stehen da rum und die Pferde fehlen. Wir machen da eine kleine Demonstration, auch für die Kutschen und die Pferde, und nehmen die beim Umzug mit. Ja, so ist die Herzogsnacher Fasnacht auch ein bisschen zu Kutsche-Fasnacht geworden. Da machen wir halt selbst den Umzug 21, sagt mein Pferd. Und hier wieder ein Beispiel für Jugendarbeit. Herrlich, genießen wir es. Ein besonderer Dank, wie schon gesagt, an den Herrn Ernst, der als Imperator, als Chef des großen Einkaufszentrums am Hilgertmarkt selbst auf dem Streitwagen steht. Wir grüßen den Imperator aus Zweibrücken. Das vorgespannt. Vor dem großen Imperator Edeka. Er hat zwei hübsche Begleiterinnen noch mit dabei, die den Imperator, den Sieger wohl im Umsatzwettstreit in der Beliebtheitsskala bei uns in Zweibrücken überflügelt hat. Und das wird hier selbstbewusst demonstriert. Und wenn man dann noch unsere Kutschen mit, unser Handkarren als Depotwagen, da wurde nämlich unheimlich viel in die Menge geworfen. Nicht nur ein paar babische Gutsjahr, wie man bei uns sagt, sondern das war schon mehr. Da ist der Depot-Handkarren, der mitfährt, sondern statt der Pferde. Mit diesem Planwagen haben wir schon Kindergeburtstage gemacht und viele Fahrten. Jetzt umfunktioniert und für die Saarländer eine ordentliche und mehrere Lioner dran. Dieser Wagen fiel auf durch seine interessante Gestalt, aber auch dem Umzug mit bereichern. Und weil ja in so einem großen Einkaufsmarkt, hier sehen es viele Richtungen, werden von hier aus bestimmt. Aber heute 2021, da haben wir nur Hinweise auf Impfzentrum und sonstige traurige Sachen. Aber wir lassen uns unseren Alleinumzug mit Kutsche auch 2021 nicht nehmen und erinnern an schöne Zeiten. Warum nicht auch mal mit einem Streitwagen, mit einem Wagen eines Imperators dort aufzutauchen? Ich gehe davon aus, dass der Herr Ernst so viel Spaß hatte an diesen Kutschenmöglichkeiten, dass er sich auch an unserer Planung etwas beteiligen will, diese Kutschen wieder mit richtigen Pferden zu bespannen und Zweibrücken wieder zu dem machen, was es einmal war. Das Zentrum nicht nur der Reitpferde, Dressurpferde, sondern auch der Kutschenpferde. Und das wollen wir auch mit dieser Veranstaltung an Fasching hier zum Ausdruck bringen. Und drum zeigen wir auch manchmal diese Kutschen.
Ja, leer ist es geworden in unserem Städtchen beim Umzug. Aber das war für diese Verhältnisse eigentlich auch gut so. Denn die hohen Zahlen haben uns in Zweibrücken verschont. Dafür sind wir auch dankbar, feiern aber trotzdem in Erinnerung weiter. Und immer wieder der Imperator, wie er die Konkurrenz vor sich hertreibt, nämlich Lidl, dann auch noch die ganzen anderen. Und er steigt der Imperator persönlich ab und die Kutsche ist weg. Da muss der Herr Imperator schon nachrennen, denn die Pferde von dran, die machen sich selbstständig und sofort geht's weiter. Schöne Überraschungen und Spaß beim Zweibrücker Faschingsumzug. Unser Imperator strahlt im neuen Licht des Faschingsumzugs. Er hat sich in Zweibrücken schon akklimatisiert und hilft Zweibrücker Vereinen, Zweibrücker Institutionen mit, so auch uns und unseren Kutschenbestrebungen. Deshalb, liebe Zuschauer, zeigen wir das, was wir haben. Die Kreuzung Maxstraße, oben die Ixheimer Straße. Da ist eine 3-5- bis 6-fach gestaffelte Menschenmenge, die da wartet. Und 100 Meter weiter unten ist eine nochmal so große Menge. Da kommt nämlich der Zug durch die Fruchtmarktstraße. Und liebe Zuschauer, jetzt sind wir an der Spitze des Zuges. Ja, wo ist er denn? Wo laufen Sie denn? Ja, während oben der Zug noch über die Kreuzung Maxstraße marschiert, kommt an der Fruchtmarktstraße unten an Zinne-Eck. Sie sehen es hier, die Polizei mit als Spitze erst an. Also, Musik! Ja, und auf der königlich-herzoglichen Zeile am Schloss begrüßen wir unsere Rosenkönigin. Der Faschingsumzug 2010 ist ein Rückblick und soll auf sie wirken. Bei dem Blick über den Faschingsumzug, der sich ja immer staut vor der Tribüne, wo hier am Busbahnhof, also an der Stadtmitte, dort, wo die Fußgängerzone vorbeiführt, wo das herzogliche Schloss sich ganz in der Nähe befindet, wo die königlich-herzogliche Zeile vorbeigeht, dort erreicht der Zweibrücker Faschingsumzug seinen Höhepunkt mit diesen Bildern im herzoglichen Zweibrücken. Ja, ist nichts los heute mit Fasching. Ja, und jetzt kommt der größte Faschingsscherz der Stadtspitze Zweibrücken. Jetzt, wo die Stadt eigentlich tot ist, toter geht's gar nicht, hat man verboten, nach 30 Jahren hier mit der Kutsche durchzufahren. Wir wollten eigentlich helfen zu beleben, aber da scheint man wenig Interesse dran zu haben. Wir werden uns nach Aschermittwoch wehren, bei diesen toten Stadtecken. Die Clubgemeinschaft Hasenstein an der Spitze der junge Clubgemeinschaft Hasenstein, ein dreifach kräftiges. Alle! 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 Herzlichen Dank, ihr habt klasse gespielt. Der Aktivmarkt Ernst von Ennica in der Saarlandstraße, das neue Zentrum. Ah, hier haben ein paar von den Pferden vom Euskirche, gell? Auf die Ennica-Gruppe ein dreifach kräftiges Alle! 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 Alle!
Ich sage Ihnen, die Netze ist das Gesunde. Nicht? Ja, da kommt eine Bahn mit dem Zwebriger Stadtwurst. Die herzogliche Stadtwurst. Die hat bestimmt warm gekriegt. Die müssen nicht nur laufen, die müssen auch kloppen wie die Verrückte. Die Wurst bereitet, die dann hier in die Menge geschleudert wird, allerdings hygienisch und frisch verpackt. Aber als eine besondere Überraschung, Sie sehen es, es findet Anklang. Ja, Sie sehen es, bei uns schweben sogar die Bierkrüge durch die Landschaft vorm Schloss. Ist alles möglich? Es war traumhaft. Aber zu Corona-Zeiten 2021 ziehen wir einsam unsere Bahn dort, wo der Umzug vorbeiging und tolle Stimmung herrschte. Lassen wir noch mal die Stimmung aufleben. Ja, Sie sehen es, bei uns schweben sogar die Bierkrüge durch die Landschaft vorm Schloss. Ist alles möglich? Es war traumhaft. Hoffen wir, dass es bald wieder aufgeht und die Stimmung in die Stadt zurückkommt. Komm. Der Edeka-Aktivmarkt, Herr Ernst, hat gesagt, die Kutschen nehmen wir einfach mit. Stellen Sie bei uns in unserem Großmarkt auf als lebendiges Kutschenmuseum. Und liebe Zuschauer, wenn Sie dort einkaufen gehen, denken Sie dran, es sind unsere Zweibrücker Kutschen, die jetzt für einige Zeit dort präsentiert werden. Nur keiner hat es gemerkt. Da muss der Herr Ernst aus dem Saarland kommen, hier einen großen Laden aufziehen und diese Kutschen mit reinziehen. Schauen wir mal, das ist schon eine ganz schöne Arbeit im laufenden Betrieb, wenn hier noch verkauft werden soll, die Kutschen reinzuschieben. Beinahe hätte es einen Kunden erwischt, der wäre vor lauter Freude und Begeisterung überrollt worden. Achtung, dahinter, halt! Ja, liebe Zuschauer, hier vom Hilgert-Markt, vom Hilgertsplatz, vom Hilgert-Sender. Aber das ist dann nochmal gut gegangen. Repräsentativ, dekorativ stehen die hier. Gehen Sie mal hin. Ich habe es schon mal beobachtet. Die Leute bleiben begeistert stehen, in Erinnerung an frühere Zeiten.